sie verkuppelt. Ich habe sie einander vorgestellt und sie haben nebeneinander gesessen. Dich habe ich auch vorgestellt. Bedeutet das, dass ich dich mit dem Kleinen verkuppelt habe? Sascha. Carrie, Sascha, bitte, geh doch mal dieser ran. Kleine hat doch einen Namen. Sag mal, wo steckst du denn? Welchen weiß ich zwar nicht, aber er hat einen. Das war eindeutig, was da abgelaufen ist. Du bist sauer auf Dicken und hilfst Kelly, sich zu rächen, stimmt's? Ja, vielleicht hast du recht. Ich finde, jetzt ist sie dran. Er hatte seine Chance. Ich wusste es. Oh, wo steckst du denn? Geh doch mal ran. Sascha, melde dich. Sascha. Jo. Sascha? Na endlich, sag mal, was hast du denn gemacht? Sorry, ich bin vorm Fernseher eingepennt. Na, sieht dir wieder ähnlich. Aber wie sieht's mit heute Abend aus? Ja, sollte da doch nicht so ganz hin. Ich muss meine Eltern noch von der Feier abholen, darf noch einen Chauffeur spielen. Und ich sehe gerade, dass ich sowieso schon spät dran bin. Nee, super, ist kein Ding. Ist ja nicht so, dass wir erst seit einer Woche verabredet sind und du mir hättest Bescheid sagen können. Schon okay. Brauchst du auch nicht mehr rüberzukommen. Sorry, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, was du gerade gesagt hast. Meine scheiß Funke hat irgendwie verrückt gespielt. War plötzlich auf dem Notrufkanal. Was ist denn jetzt los? Sascha? Sag mal, was machst du denn jetzt schon wieder? Sascha. Hallo, ist das ein Notfall? Brauchen Sie Hilfe? Basti, bist du noch da? Na klar, was sonst? Meine Funke hat gerade wie von Geistern wieder auf den EMG geschaltet. Da hat jemand um Hilfe gerufen, als wäre ein Unfall passiert oder so. Echt? Und was hat er gesagt? Es war eine Frauenstimme. Ich konnte den Kanal überhaupt nicht mehr wechseln. Es war so, als würde ich gezwungen werden, mir das anzuhören. Ey, mir läuft's echt eiskalt den Rücken runter. Was hat sie denn gesagt? Sie hat gewimmert und klang völlig fertig. Total verzweifelt. Es hat sich so angehört. Es hat sich so angehört, als ob da jemand gestorben wäre. Wart mal, ich hör's mir mal an. Ich bin gleich wieder da. Nichts als Rauschen. Bei mir war's gerade wieder. Schnell, geh nochmal zurück. Ist er noch am Leben? Hast du es gehört? Nein, verdammt. Ah, scheiße. Da ist echt was Schlimmes passiert. Meinst du, wir sollen die Polizei rufen? Sag mal, was ist denn los bei dir, Sascha? Ich höre überhaupt nichts. Ich meine, wir wohnen so dicht nebeneinander, ich müsste doch irgendwas hören können. Ich habe die Rausche schon voll aufgedreht, aber ich kriege überhaupt kein Signal rein. Mal ehrlich, bist du betrunken? Ach Quatsch. Aber ist jetzt auch egal, ich muss los. Bleibst du noch auf der 9 und guckst, ob was kommt? Ja, kann ich machen. Und melde dich, wenn was ist, okay? Na klar, mache ich. Alles klar, tschö.
möchte echt gern wissen, was mit dem wieder war. Naja, vielleicht verrät's mir ein kühles Blondes. Ach man, und ruf mich an, wenn was ist. Ja klar, ich krieg nur dieses verdammte Bier hier nicht auf. Oh Gott, was hab ich getan? Ist er noch am Leben? Der Fahrer des BMW ist soweit nichts passiert, bis auf dass er einen leichten Schock hat. Wie ist das denn passiert? Ja, sie sagt halt, dass der VW in ihre Spur eingefahren ist. Mehr kriegen wir zurzeit auch nicht aus ihr raus. Was ist mit dem Fahrer von dem VW? Nichts mehr zu machen. Oh, heftig. Sascha? Ja, was gibt's denn? Ist gerade schlecht? Ich hab auch gerade dieses Jammern gehört. Und zwei Bullen oder so haben sich unterhalten. Du hattest völlig recht. Da ist wirklich jemand mit dem Auto verunglückt. Ah, ich glaube, das war in der... Mann, Basti, ist mir jetzt echt egal, wo das ist. Ich finde nämlich diese scheiß Luisenstraße nicht. Ruf mich mal nachher nochmal an. Luisenstraße. Scheiße. Mann, was will der denn? Es geht jetzt nicht. Verdammt nochmal, geh doch mal ran! Oh, der ruft immer zum besten Zeitpunkt an. Oh, Scheiße! Was habe ich getan? Ist er noch am Leben? Jo. Was ist los bei euch? Hier in der Lüdenstraße ist ein BMW mit einem VW zusammengekracht. Der Fahrer des BMW ist soweit nichts passiert, bis auf dass er einen leichten Schock hat. Wie ist das denn passiert? Ja, sie sagt halt, dass der VW in ihre Spur eingefahren ist. Mehr kriegen wir zurzeit auch nicht aus ihr raus. Was ist mit dem Fahrer von dem VW? Nichts mehr zu machen. Es hat sich so angehört, als ob da jemand gestorben wäre.